Also auch meinerseits herzlich willkommen hier auf dem Leipziger Webday. Wie gesagt, ich bin Tim Nolet von der Firma Jext. Ich bin gestern aus Amsterdam hier nach Leipzig gekommen für diesen Vortrag. Und wie Herr Heffer gesagt hat, werde ich mein bestes Deutsch machen, weil ich geborener Niederlander bin. Was ich heute machen möchte, ist euch zeigen, wie die Zukunft von Suchen auf das Internet aussieht und wie strukturierte Daten da eine ganz wichtige Rolle in spielen. Wenn wir gucken nach, wir haben schon gesehen mit diesem Alexa-Gerät, dass es immer öfter digitale Assistenten gibt, die intelligente Antworten geben auf ihre Sprachsuchfragen. Denn Alexa, aber auch Google hat so ein Gerät, Google Home oder Google Assistant, wenn Sie ein Android-Gerät haben. Auf dem iPhone gibt es Siri und auch Microsoft hat so einen Dienst, der heißt Cortana. Und um die richtige Antwort zu geben auf die Suchfragen, die Benutzer haben, brauchen diese Geräte Zugriff auf strukturierte Daten über fast alles auf die Welt. Von Ländern bis Personen bis Ereignisse, aber auch Geschäfte. Und das ist die große Idee. Diese strukturierten Daten, die formen die Basis für das neue Internet. Und das kann ich mit einem Beispiel zeigen. Früher sah eine Suchergebnisseite von Google so aus. Es war eine Seite mit nur 10 blauen Links nach verschiedenen Homepages. Aber wenn wir heute auf Google suchen, dann gibt es gar nicht immer diese Webergebnisse mehr, sondern was wir sehen, sind direkt auf die Ergebnisseite die Antwort auf Ihre Suchfragen. Hier ein Beispiel. Ich habe gesucht nach Jext in London. Dann sehen wir direkt auf Google die Adresse, die Öffnungszeiten, das Telefonnummer, Bewertungen, Bilder und so weiter. Also die Daten, die kommen nicht von dem Jext Homepage ab, die kommen direkt auf die Suchergebnisseite für die Benutzer. Also das sind alles in strukturierte Antworten, das ist alles strukturiert auf diese Ergebnisseite. Das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel suchen nach einem Auto in der Nähe, dann zeigt Google eine Karte und verschiedene Einträge von Geschäften in der Nähe, die Autos verkaufen. Ein anderes Beispiel, wenn wir suchen ein Produkt, hier nach einem Audi A4, direkt auf Google Bilder, Bewertungen, die Preis und so weiter, nicht von der Audi Homepage, sondern direkt auf die Suchmaschine. So geht es auch auf Desktop oder einem Laptop hier. Ich habe gesucht nach die Mannschaft. Google weiß genau die letzten Ergebnisse, die nächsten Spiele und strukturierte Daten über die Mannschaft. Und nicht nur Google zeigt Ergebnisse auf diese Weise. Wenn Sie ein iPhone nutzen und Sie fragen Siri nach zum Beispiel ein Aldi in der Nähe, dann bekommen Sie ein strukturiertes Google of Apple Maps Antwort zurück mit Daten über Aldi. Ich habe das in Holland gemacht, also es sagt 5 Stunden fahren, aber wenn wir das hier machen, dann ist es tatsächlich in der Nähe. Lass uns jetzt mal gucken nach Ihrer Online-Unternehmenspräsenz als Geschäft. Und wenn ich Unternehmenspräsenz sage, dann denken Sie vielleicht am ehesten an Ihren Homepage. Das ist, wo die meisten Daten über Ihr Geschäft zu finden sind. Ihre Öffnungszeiten, Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen, die Adresse, das Telefonnummer, Biografien von Mitarbeitern und so weiter. Aber die gleichen Daten, die sind auch zu finden auf ganz viele verschiedene Portalen und Websites auf das Internet. Wir haben Google My Business schon gesehen, aber auch auf Facebook, Bing, Apple Maps und so gibt es noch ganz viele andere. In Deutschland über 30 verschiedene Portalen, wo Geschäftsdaten zu finden sind. Und wir bei Jext haben in 2017 einen Untersuch gemacht. Das hat gezeigt, dass insgesamt all diese verschiedenen Einträge 2 bis 5 Mal mehr Besucher bekommen als eine typische Homepage. Also das zeigt, wie wichtig es ist, dass Sie auch dort gut, vollständig mit allen richtigen Daten vertreten sind. Und das ist nur ein Anfang. All diese verschiedenen intelligenten Systeme, die zeigen keine Homepages, die zeigen strukturierte Daten über Ihr Geschäft. Also auch dort sollen Sie mit Ihr Geschäft findbar sein. Herr Helfer hat schon gesagt, dass heute ungefähr 20% von allen Suchen über Sprache passieren und das wird immer weiter wachsen. Comscore in USA hat untersucht, dass in 2 Jahren, in 2020, die Hälfte aller Suchanfragen mit Sprache passieren. Also das zeigt, wie wichtig es ist, dass auch Ihr Geschäft da gefunden werden wird. Ein bisschen über das Begriff Knowledge Graph. Was ist ein Knowledge Graph? Die Knowledge Graph ist die unterliegende Datenbank, die Suchmaschinen wie Google nutzen für alles, was die wissen über die Welt.
In diesen Datenbank gibt es Daten und strukturierte Fakten über Länder, Menschen, aber auch über Geschäfte. Und durch diesen Knowledge Graph ist es möglich, dass Google Ergebnisse wie diesen zwei Beispiele zeigt. Am rechten Seite auf dem Rechner habe ich nach Leipzig gesucht. Dann sehen wir am rechten Seite an diesem Knowledge Panel sehen wir Daten über Leipzig, kurze Beschreibung, das Wetter und so weiter. Wir sehen Aktivitäten, die man machen kann und hier unter, ich glaube, dass es Nachrichten über Fußball sind. Also all diese strukturierten Daten, die kommen aus diesem Knowledge Graph. Und am rechten Seite ein anderes Beispiel von Daten aus dem Knowledge Graph, wieder so ein Google My Business Eintrag für WTV Medien. Und wenn Sie mit Ihr Geschäft nicht in diesem Knowledge Graph stehen, können Sie auch nicht auf diese Weise gefunden werden. Also was können Sie machen, um auf diese Weise gefunden zu werden? Das fängt an mit das Strukturieren von allen Daten über Ihr Geschäft, strukturierte Unternehmensdaten. Denkt zum Beispiel an Sachen wie Standortattributen über Ihr Geschäft. Das sind Sachen, wie entweder WLAN verfügbar ist, ob es klimatisiert ist, was Ihre Öffnungszeiten an Feiertagen sind und so weiter. Und ganz viele von diesen Sachen sind auch branchenspezifisch. Wenn Sie ein Restaurant haben, dann möchten Sie Ihre Speisekarten veröffentlichen, möchten Sie sagen, dass Sie vielleicht vegetarische oder glutenfreie Gerichte haben und so weiter. Wenn Sie einen Laden haben, dann haben Sie vielleicht Angebote und Produkte. Zahlungsmethoden sind sehr wichtig. Und wenn Sie im Finanzbereich arbeiten, dann können Sie denken an Biografien von Mitarbeitern und vielleicht möchten Sie sagen, dass Ihr Geschäft nur nach Vereinbarung zu besuchen ist. Diese Attributen, die sind nur noch ein Anfang. Sie müssen auch dafür sorgen, dass Ihr Geschäft attraktiv aussieht für Benutzer auf all diese verschiedenen Portale. Und das machen Sie am besten durch Rich Content, erweiterte Inhalt, wie Videos und Bilder, Beschreibungen von Dienstleistungen und Produkten und so weiter. Also das macht Ihr Geschäft attraktiv für die Benutzer und sorgt dafür, dass Sie Ihr Geschäft wahren über die Konkurrenz. Ein drittes Punkt, das immer wichtiger wird, sind Bewertungen. Da werden wir später von Herrn Müller von Meinungsmeister GoLoco noch mehr überhören. Aber fast jedes Portal, das Geschäftsdaten zeigt, hat auch Bewertungen. Hier auf Google, auf Facebook, Yelp ist eine große und in Deutschland gibt es Portale wie Meinungsmeister, die Bewertungen zeigen. Und Benutzer, die nutzen immer öfter diese Bewertungen, wenn sie Entscheidungen machen. Aber nicht nur Benutzer nutzen Bewertungen, auch Suchmaschinen nutzen Bewertungen, wenn sie entscheiden, welches Geschäft sie zeigen möchten. In 2016 hat Google drei verschiedene Local Ranking Factors, also Sachen, die wichtig sind für lokale Ranking, veröffentlicht. Das sind Relevanz, also ist Ihr Geschäft, ist Ihre Dienstleistung relevant für das, wo die Benutzer nachsucht. Entfernung, ist Ihr Geschäft in der Nähe von den Benutzer. Und das dritte Punkt heißt Bekanntheit. Und das geht alles über die Bewertungen. Also wenn Sie viel Bewertungen haben, wenn Sie gute Bewertungen haben und wenn Sie neue Bewertungen haben, dann hat das einen positiven Einfluss auf Ihre Findbarkeit auf Suchmaschinen wie Google. Also was können Sie machen, um die Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten auf das Internet zu bekommen und zu behalten? Ja, wenn Sie gucken nach all diese verschiedenen Portale, die es gibt, in Deutschland über 30, vielleicht haben Sie mehrere Standorte und Sie haben ganz viele verschiedene Datenfelder, die Sie verwalten möchten, dann ist die einzige Weise, worauf Sie das effizient und strukturell machen können, durch ein technologisches Plattform zu nutzen, das Sie direkte Kontrolle gibt durch Schnittstellen nach all diesen verschiedenen Portalen. Und das ist auch, was die JEX-Technologie bietet. Wir haben ein Produkt entwickelt, eine Plattform entwickelt, damit Sie von einer zentralen Stelle all Ihre Daten versammeln können, strukturieren können und dann veröffentlichen können auf jedes Portal, wo es Geschäftsdaten gibt in Deutschland. Die Daten werden in Echtzeit geändert, also wenn Sie vielleicht ein neues Angebot haben oder neue Öffnungszeiten, dann steht das direkt auf jedes Portal live. Und auch ganz wichtig, wir sorgen dafür, dass keine anderen Quellen die Daten ändern können. Also Sie sind immer sicher davon, dass die Daten genauso aussehen, wie Sie möchten. Das geht auch zurück nach das Grundprinzip von JEXT. Wir glauben, dass jedes Geschäft die ultimative Autorität ist über seine eigenen Geschäftsdaten.
und all unsere Produkte, all unsere Dienste, die führen danach zurück. Also wir möchten dafür sorgen, dass Sie die Kontrolle haben über Ihr Geschäft auf das Internet. Wir machen das heute schon für über 1 Million verschiedene Standorte, nicht nur in Deutschland, sondern über die ganze Welt. Von kleinen Geschäften mit nur einem Standort bis große Geschäfte wie McDonald's mit ganz vielen tausenden Standorten über die ganze Welt. Insgesamt geht es über 16 Millionen verschiedene Attributen, Datenfelder wie Bilder, Öffnungszeiten und so weiter. Und 40 Millionen verschiedene Einträge auf die Portale auf das Internet. Und das ist nur der Anfang. Wenn Sie jetzt anfangen, Ihre Daten über Ihr Geschäft zu strukturieren, zu versammeln und zu veröffentlichen, dann sind Sie auch fertig für die Zukunft. Denk zum Beispiel an neue Technologien wie fahrerlosen Autos. Die brauchen auch Daten über Geschäfte. Die müssen wissen, wo sie hinfahren müssen, was die Öffnungszeiten sein und so weiter. Und wenn Sie jetzt schon anfangen, die Daten zu versammeln, dann sind Sie immer fertig für neue Technologien. Weil jede Technologie braucht Zugriff auf Geschäftsdaten. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass strukturierte Daten sehr wichtig sind für lokale Suchen. Und Sie als Unternehmen müssen Ihre Geschäftsdaten strukturieren und dann auf so viel wie möglich Online-Portalen veröffentlichen und präsentieren. Wenn Sie Rich Content haben, wie Bilder und Videos, dann sieht Ihr Geschäft gut und attraktiv aus für Benutzer. Und Bewertungen werden immer wichtiger, nicht nur für die Benutzer, sondern auch für Suchmaschinen. Wenn Ihre Daten überall einheitlich und konsistent sind, schafft das Vertrauen in die Qualität. Und die beste Weise, worauf Sie das machen können, ist durch anzufangen mit einer technologischen Basis, einer Plattform, dass Sie die Möglichkeit gibt, all Ihre Daten zu strukturieren und zu veröffentlichen. In Deutschland wird die Yext-Technologie genutzt durch Partners wie Avantago. Und abschließend möchten wir noch kurz zeigen, wie das aussieht, mit ein paar Beispielen und einer Live-Demo. Und dafür will ich dir gerne nochmal Herr Helfer einladen, um das zu zeigen. Und im Abschluss gibt es noch die Möglichkeit für Fragen, wenn es die gibt. Herzlichen Dank. Gut. Wir haben hier aus der Region ein Unternehmen, was dieses Produkt eingesetzt hat. Das ist ein Baustoffhändler, der mit verschiedenen Marken aufgetreten ist. Der hat 15 Standorte hier und die haben diese Technologie eingesetzt und wir wollen Ihnen jetzt zeigen, wie das entsprechend sich verändert hat, beziehungsweise was wir letztendlich da gemacht haben. Also Unternehmen aus der Baubranche, Baustoffhändler, richtet sich an Endkunden, aber auch an Unternehmen speziell, die dort ihre Sachen entsprechend einkaufen. Und Sie sehen hier mal Beispiele, wie diese Einträge vorher ausgesehen hat, damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann. Wir sehen hier links auf der Seite die Darstellung von meinestadt.de. Kennt der ein oder andere vielleicht noch, ist einer der größeren lokalen Suchportale. Dort sehen Sie hier, ich versuche es mal zu kennzeichnen, es wurde kein Bild hinterlegt, dann der Name hieß Raiffeisen Handelsgenossenschaft Schöneck, Bauzentrum Weißenfels. Die haben aber umfirmiert. Und deswegen sollte das jetzt heißen, und wie wir es richtig gestellt haben, I&M Bauzentrum Weißenfels. Das ist ganz wichtig, wenn Sie ein Unternehmen haben, was gerade umgezogen ist, wo sich irgendwas verändert hat, dann vergisst das Internet sehr schnell diese sehr langsam diese Information und es kommen richtige und falsche Informationen zusammen. Ganz wichtig sind auch hier die Öffnungszeiten, die hinterlegt sind. Das ist eben ganz wichtig, gerade wenn man sich an verschiedene Zielgruppen auch wendet. Hier der Eintrag Go Local, wo wir auf der linken Seite sehen, dass hier noch eben die Marke Hagebau eingesetzt wurde, also der Hagebaumarkt, der aber gar nicht mehr zu dieser Kette gehört. Das ist eine Einkaufsgemeinschaft und dieses Bauzentrum in Weißenfels gehört eben gar nicht mehr dazu, sondern es das heißt halt auch I&M. Auch das haben wir alles glattgestellt. Insgesamt haben wir mit diesen 15 Standorten über 250 Einträge neu gemacht. Die gab es vorher nicht. Wir haben über 1200 Mal
Websites verlinkt, die vorher nicht da waren. Wir haben über 1000 Fotos hinzugefügt über diese Technologie, die wir gerade von Jex beschrieben bekommen haben. Und man sieht also, dass sich da einiges tut, und das würden wir jetzt gerne zum Abschluss nochmal auch mit einem Live-Beispiel zeigen. Das ist nochmal der Eintrag hier bei Google My Business, habe ich vergessen, Entschuldigung. Auch hier war kein Logo hinterlegt, und hier ist das jetzt auch entsprechend optimal dargestellt, welche Möglichkeiten uns eben bei Google My Business bietet. Wir testen das jetzt mal live, und Sie sehen hier die Darstellung auf der Advantago-Seite, machen wir das gleich, vom Kongresscenter Leipzig. Bei Google ist das noch einigermaßen in Ordnung, da ist es ein Haken dran, aber bei ganz vielen anderen Plattformen ist es eben nicht einheitlich. Und das, was der Tim gerade auch gesagt hat, einheitliche Daten schaffen Vertrauen gegenüber dem Nutzer, aber natürlich auch gegenüber Suchmaschinen wie Google. Und das versuchen wir jetzt mal einmal, das So, hat jemand ein Unternehmen? Hat jemand, gibt mir jemand mal seine Unternehmensdaten? Also ich brauche Firmenname, Adresse, Postleitzahl und Telefonnummer. Bitte sehr. Moment, ich muss jetzt einmal ganz kurz, sonst. Also, bitte nochmal. Service? GmbH irgendwas? Nee. Moment, aber auseinandergeschrieben, ne? So. Ja, doch, ist richtig, jawohl. Dann braucht man eine Adresse? Weißenfelser Straße. Mit Scharf S oder mit 2 S? Weißenfelser Straße. 48. Ah, Entschuldigung. Machen wir auch noch. Jawohl, und die Postleitzahl? Und eine Telefonnummer. 03461 27 69 491. So? Ja. Okay. Wir nutzen die Technologie von Jex und gucken auf diesen 35 Plattformen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, was passiert denn da? Okay, die gute Nachricht ist, es sind ein paar Einträge vorhanden. Die schlechte Nachricht ist, es sind einige gar nicht vorhanden. Gehst du bitte einmal ein bisschen runter? Ja. Sehr, sehr viele sind nicht vorhanden. Und, waren Sie früher mal in der Bertolt-Brecht-Straße? Okay, ich hatte ein schönes Beispiel, ein Notar, der einen sehr guten Ruf hatte, hat sich beruflich verändert und ist weitergezogen in ein anderes Notariat, hat das eben zusammen mit einem Kollegen aufgemacht. Er ist aber im ganzen Internet mit seiner alten Telefonnummer eben noch mit seinem Namen hinterlegt worden. Das heißt, die Leute wollten ihn erreichen, haben die Telefonnummer irgendwo gefunden, haben angerufen, und der neue Kollege, der seine Praxis, sein Notariat übernommen hatte, hat sich gefreut über die vielen Anrufe und Mandate, die er bekommen hat. Und um das zu vermeiden, ist es wichtig, dass Ihre digitale Präsenz vorhanden ist. Und es ist wichtig, dass Ihre digitale Präsenz einheitlich ist. Das heißt, wir schaffen es mit dieser Technologie auf diesen ganzen Plattformen, dass Ihre Daten A, wo keine sind, hinterlegt werden und geschützt sind. In den Momenten, wo falsche Daten hinterlegt sind, ändern wir die und schützen sie. In den Bereichen, wo alle Daten richtig sind, wir gucken hier nur Name, Adresse, Telefonnummer an, schauen wir, welche zusätzlichen Informationen, Sie haben ein Logo bestimmt, Sie haben irgendwelche Bilder vielleicht und Sie haben Beschreibungen von Ihrem Unternehmen und das, was Sie tun. Das wird auch hinterlegt und vor allem, meine Damen und Herren, geschützt. Wir sprechen von einem Art Kopierschutz. Diese Daten können von Dritten nicht überschrieben werden,
Wenn Sie es nicht wollen, beziehungsweise Sie kriegen es mit, wenn das jemand tut. Wer keinen autorisierten, verifizierten Google My Business Eintrag hat, wenn ich es darauf anlege, kann ich Ihren Standort dauerhaft geschlossen melden. Kann ich als Nutzer machen. Und glauben Sie mir, bei 12.000 Kunden, die wir betreuen, es gibt welche, die solche Feinde haben. Es gibt also welche, die in der Konkurrenz Unternehmen haben, die das bewusst machen. Deswegen ist es wichtig, Ihre Daten zu schützen. Mit der Technologie haben Sie das Thema von der Backe. Deswegen bin ich so begeistert. Ich mache seit 20 Jahren Online-Marketing, was dieses Thema betrifft. Und das Ganze kann man in Echtzeit auch jederzeit aktualisieren und natürlich auch irgendwelche zusätzlichen Inhalte einpflegen. Wie das geht, können Ihnen die Kollegen, wie gesagt, gerne nachher zeigen.